То есть уже в спокойном состоянии, пока не погибли. Wir wissen nicht, wieso es dazu gekommen ist. Das Einzige, was wir jetzt wirklich wollen, ist, dass das aufhört. Bei uns zu Hause, und die Ukraine ist unser Zuhause, brennt es. Und es kommen Menschen, Familien um, die Wirtschaft geht den Bach runter, die Infrastruktur wird zerstört. Und in so einer Lage wäre das doch unangebracht, sich darüber Gedanken zu machen, wer der Brandstifter war oder ist. Das Einzige, was man in so einer Situation will, dass man den Brand löscht und erst dann eventuell sich Gedanken macht, wie es dazu gekommen ist. Wir appellieren an die westeuropäische Öffentlichkeit und möchten, dass niemand gleichgültig dasteht, sondern wir wollen die Menschen wachrütteln, dass sie aufwachen und ihr Mögliches dazu beitragen, dass unschuldige Menschen umkommen. Wir bitten, dass wir как-то старались объективно оценивать всю информацию, кто бы ее не предоставлял, потому что даже на вот каких-то мелких нюансах существует такая неправда. Und natürlich wollen wir auch Bewusstsein dafür schaffen, dass man alle Informationsquellen wirklich objektiv beurteilt, weil in jedem Detail kann eben tendenziöse Unwahrheit stecken und da muss man sehr aufmerksam sein. Und diese Ungleichgültigkeit, an die ich appelliere, bedeutet ja auch, dass man die Wahrheit sucht und gemeinsam sucht. Хотя бы потому, что в истории ошибки существовали, был 37-й год, когда свято верили коммунистической партии, говорили, партия не ошибается. Но на поверку оказалось совершенно другое. Natürlich kennt Geschichte viele Fehler, so wie 1937 in der Sowjetunion, als viele Leute der kommunistischen Partei einfach blind vertraut haben und gemeint haben, sie könne sich gar nicht irren, aber es ist natürlich anders gekommen. Wir представляем, по сути дела, третью сторону. Мы не знаем, кто с кем воюет, мы находимся между ними. То есть на стороне невинных людей, которые просто гибнут. Wir sehen uns als sozusagen die dritte Partei im Konflikt. Wir sind uns nicht einmal darüber im Klaren, wer da gegen wen kämpft. Was wir wissen, ist jedenfalls, dass wir dazwischen stehen und mittendrin eben unschuldige Leute, Menschen sterben. Мы столкнулись вот с ситуацией на блокпосту, когда ехали сюда, когда мы мужа приняли за террориста, на глупый вопрос о том, к каким друзьям мы едем, он ухмыльнулся. И ему сказали, я вас подозреваю в связи с террористами. Um einfach vielleicht ein Bild der Stimmung, der derzeitigen Stimmung auch zu geben. Auf dem Grenzposten, als wir aus der Ukraine ausreisen wollten, hat uns